diesem Miträtseln, wer ist es jetzt? Und dann ist es selber so ein bisschen, wird selber zum Detektiv.1920 kehrt Peter Perk aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Wien zurück. Während er von Albträumen geplagt wird, macht ein Serienmörder die Stadt unsicher. Zunächst gerät Perk selbst in den Fokus der Ermittlungen des jungen Kommissars Paul Severin und der Gerichtsmedizinerin Theresa Körner. Doch dann schließen sie sich zusammen, um den wahren Täter zu finden. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Keiner. Wermfeld. Richter. Alle tot. Das Komitee? Hinterland von Regisseur Stefan Rutzowitzki wurde fast ausschließlich vor Bluescreen gedreht. Seine Deutschlandpremiere hat der Thriller auf dem Filmfest Hamburg gefeiert. Dort haben wir Max von der Gröben, der Paul Severin spielt, zum Interview getroffen. Hallo Max, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal ganz kurz sagen, was hat dich denn generell an diesem Projekt und eben auch an deiner Figur, also dem Kommissar Paul Severin, besonders gereizt? Also erstmal fand ich das Buch und die ganze Geschichte spannend und war froh über diese Anfrage und auch mit Stefan Rutzowitzki arbeiten zu dürfen und dann Murat Muslu als Hauptdarsteller. Und dann natürlich als großes Extra, dass wir alles vor Bluescreen gedreht haben, ist natürlich, habe ich davor auch noch nicht in diesem Umfang gemacht. Und das alles in Kombination und die Rolle hat auch noch gepasst. Da habe ich eigentlich nicht lange überlegt und zugesagt. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, also was ist er denn so für ein Typ, der Kommissar? Paul Severin ist ein sehr ambitionierter und auch ein sehr genauer und ein strikter Typ und will, dass Zucht und Ordnung herrscht und versucht da eben auf klassische Methoden, Art und Weise den Kommissarjob zu erfüllen und den Fall aufzuklären. Ja, und das ist ja gerade schon angedeutet, also es ist ja fast der ganze Film vor Bluescreen entstanden. Das heißt, man hat die Hintergründe, Teilkulissen eben im Nachhinein hinzugefügt. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das dann für dich war, sag ich mal, ohne, dass man jetzt, wie wenn man in einem richtigen realen Set ist, hat man ja immer, ne, also quasi die ganze Umgebung vor Augen und hier musstest du ja wahrscheinlich sehr viel dir vorstellen. Also es gab so und so Momente und Szenen. Es gab Szenen, da war das zum Beispiel in der Verhörszene, da hatten wir einen Tisch, zwei Stühle, so eine Tür und dann war der Raum mit so ein bisschen so Kordeln irgendwie abgesteckt und dann war das eigentlich relativ, eigentlich wie eine ganz normale Szene, dann war es fast egal, wo, in welchem Raum ich die jetzt gerade spiele, weil ich so mit meinem Partner bin und habe meine Requisiten, das war alles so relativ normal. Und dann gab es aber auch die Momente, wo wir in dem komplett leeren, blauen Raum da rumgelaufen sind und dann hieß es, ja, da ist jetzt eine Säule und da ist eine Wand und dann versteckst du dich dahinter und dann gehst du da um die Ecke und da war halt irgendwie nichts und da muss man auch so, da ging es auch um Position und nicht nur um, dass man sich irgendwas vorstellt, sondern auch, dass du irgendwie richtig stehst und dann ist da was und hier was, aber alles nicht da ist. Das war dann so ein bisschen die Herausforderung, dass man da auch sehr genau arbeitet und aber wir hatten, was wir immer hatten, die Bilder, wie es dann hinterher aussehen sollte. Also das konnten wir uns schon angucken und das konnte man dann auch manchmal schon in die Szene mit uns zusammen uns anschauen. Aber trotzdem, während wir halt gedreht haben, war alles blau. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nicht mehr da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr heim. Alle sind verrückt, weil sie nicht mehr haben, den Kaiser. Und war es dann so, als du den fertigen Film gesehen hattest, dass du, also sag ich mal, während du gedreht hast, hast du dir das dann so vorgestellt oder warst du selber überrascht, wie dann das fertige Resultat war? Also bei manchen Sachen war das schon sehr nah dran von dem, was wir gesehen haben am Drehtag. Und manche Sachen wusste ich aber wirklich auch, ich wusste es einfach nicht, wie es dann wirklich aussehen soll. Und das wurde dann so ein bisschen beschrieben, aber da hatte dann jeder seine eigene Fantasie und da war man dann schon überrascht. Also das gab es natürlich in diesem Umfang auch noch nicht. Ja. Genau, und ansonsten so diese, sag ich mal, so Filme über Serienmörder oder generell Thriller sind ja extrem beliebt. Was glaubst du, warum? Naja, also ich glaube, das Offensichtlichste ist die Spannung und ich bin auch ein großer Fan davon und auch von diesem Miträtseln, wer ist es jetzt und man ist so selber so ein bisschen, wird selber zum Detektiv oder Kommissar
Und ja, ich glaube, das macht den großen Reiz aus. Und dann eben die Spannung und diese verschiedenen Wendungen dann auch, und die wir auch in dem Film haben. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, ein ganz guter Thriller. Genau, wie hast du das dann selbst empfunden, als du das Drehbuch bekommen hattest? Also ich nehme an, du wusstest auch noch nicht, wie die Geschichte dann ausgeht, sondern wie war es, ne, als du das gelesen hattest und dann auch Schritt für Schritt so erkannt hast, wie das zusammenhängt? Ja, natürlich. Also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es auch von vorne bis hinten gelesen und wusste deshalb auch noch nicht das Ende. Und habe dann auch mitgerätselt und dann überlegt und vielleicht so. Und ich war dann auch überrascht und fand den einen sehr gelungenen Twist irgendwie, und den ich natürlich jetzt nicht verrate. Und das hat mich natürlich auch nochmal dazu bewegt, dazu zu sagen. Genau, und wie nimmst du generell so die Entwicklung von deutschen Genrefilmen wahr? Es gibt ja immer noch, also hin und wieder kommen ja welche, aber würdest du sagen, dass das jetzt, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre häufiger geworden ist, dass sich auch deutsche Filmemacher mehr trauen und eben solche, sag ich mal, sehr besonderen Filme wie Hinterland vielleicht auch in Zukunft öfter kommen werden? Also ich kann das nicht genau beantworten, weil ich jetzt nicht zu sehr da drin stecke, aber ich kann sagen, dass ich jetzt zum Beispiel innerhalb der letzten paar Jahre gleich 2 Genrefilme und Thriller-mäßige gedreht habe, mit Kidnapping Stella auf Netflix und jetzt eben Hinterland. Also von daher würde ich, für mich persönlich scheint es so, dass sich das häuft. Und ich finde, also das hat auch, ich gucke sehr gerne, also deshalb hat es auch eine völlige Berechtigung, und finde schön, dass es immer mehr wird und dass es auch, ja, eben auch durch so Plattformen ist es irgendwie noch mehr einfach besser möglich, jetzt mal irgendwie nochmal was auszuprobieren und hier nochmal ein Genre, und ja, also gute Entwicklung. Genau, noch vielleicht zum Abschluss, was würdest du sagen, worauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Hinterland besonders freuen? Auf jeden Fall auf einen spannenden und sehr außergewöhnlichen, weil visuell sehr besonderen Film und eben auch einen wirklich guten Thriller. Aufgrund dieser Twists, die ich eben angesprochen hatte, super Schauspieler, Muratan und auch Liv Lieser und auch Marc Limpach, und toll inszeniert, auch bildtechnisch mit Benedikt Neuenfels und Stefan Rusewitzki, tolle Regie. Also ja, ist wirklich ein cooler Film. Alles klar, vielen Dank. Sie sind dem mit Ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der damals in den Krieg gezogen ist.